Wir haben letztes Jahr im Weihnachtskonzert den Nussknacker von Peter Tschaikowski gespielt. Und es ist unsere Idee, dass wir jetzt ab jetzt alle unsere Weihnachtskonzerte so gestalten, dass sie nicht einfach mit bekannten Meisterwerken der Klassik, sondern auch thematisch so aufgebaut und bestückt sind, dass die Leute, die das möchten, auch das Weihnachtsthema im Konzertprogramm finden. In diesem Programm steht im Zentrum des Programms ein Werk von Johann Sebastian Bach, eine Adventskantate. Das Ungewöhnliche an dieser Kantate ist, dass sie, man weiß ja, Bach verwendet verschiedenste Instrumente in seinen Kantaten. Es gibt auch ab und zu Solo-Trompete. In diesem Stück gibt es ganze vier Trompeten, die zweimal zum Einsatz kommen, im ersten und im letzten Chor. Also vier Trompeten und Pauke, das ist wirklich viel. Und das erzeugt entsprechend feierliche Stimmung. Und diese Kantate erklingt bei uns am Ende des ersten Teils. Es wird vorbereitet von Werken aus dem 20. Jahrhundert. Zuerst der 23. Psalm von Alexander Zemlinsky. Dann kommen zwei Stücke von Arvo Pärt, unserem Zeitgenossen. Das eine ist ein Wallfahrtslied nach dem Psalm 121. Psalm. Und das andere ist Vater unser, das christliche Gebet schlechthin. Im zweiten Teil bewegen wir uns wieder zurück ins 20. Jahrhundert, in die Mitte des 20. Jahrhunderts und spielen am Anfang des zweiten Teils eine Auswahl der polnischen Weihnachtslieder, Kolędy, wie sie auf Polnisch heißen. Das sind Volkslieder, aber gesetzt für Mädchenchor und Sopransolo mit kleinem Orchester von Witold Lutosławski, einem der größten polnischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Er hatte das noch als ein ganz junger Mann gemacht, Ende 40er, Anfang 50er Jahre. Es gibt insgesamt ganze 20 von diesen Weihnachtsliedern. Wir nehmen uns eine kleine Auswahl vor. Wir arbeiten hier mit dem Berliner Mädchen zusammen. Und im nächsten Stück singt bei uns der Berliner Staats- und Domknabenchor und die Berliner Singakademie. Und es ist dies eine Kantate von Schweizer Komponisten Arthur Honegger. Es ist in gewisser Hinsicht die Hoffnung auf den Frieden in den Zeiten des Kriegs. Und mit Honegger beschließen wir unser Weihnachtsprogramm.